Innovationsmotor für Gesellschaft. Dinge vorantreiben und auch Menschen gewinnen. Positive one. Thank you very much. Emotion, das Herz auch ausstrahlt. In den 80ern, in den 90ern gab es Waldsterben, gab es verdreckte Flüsse, gab es den Himmel, der grau und gelb war. Da habe ich gedacht, das kann nicht normal sein. Und da habe ich einfach nur dafür gekämpft, dass das abgestellt wird. Wir sind ja Menschen, wir können gestalten. Wir wollen eigentlich einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Dafür sind Sie alle hier. Wichtig bei Greenpeace war erstens, dass man zusammenarbeiten muss, auch mit unterschiedlichen Kulturen, unterschiedlichen Herangehensweisen. Zweitens, dass wenn man etwas gewinnen will, dass man viele verschiedene Komponenten braucht. Besonders eindrücklich ist mir natürlich die Aktion, die wir gemacht haben gegen die Dünnsäureverklappung in der Nordsee, wo wir mit der Sirius und Schwimmern im Wasser versucht haben, das Dünnsäureverklappungsschiff aufzuhalten. Ich bin dann ja danach Umweltministerin geworden und ich habe dann die Idee des runden Tisches aufgegriffen, damit eben die verschiedenen Ebenen, die in einer Gesellschaft sind, heute würde man sagen Stakeholder, dann zusammen an den Veränderungen arbeiten. Wir haben wirklich angefangen mit Mülltrennung in Niedersachsen. Wir haben 3 Nationalparke geschaffen. Wir haben wirklich Müllverbrennungsanlagen, die zu dem Zeitpunkt geplant waren, gestoppt, 10 Stück. Wir haben einfach Möglichkeiten aufgezeigt, wo man mit Politik gestalten kann, wenn man sich wirklich dafür einsetzt und wenn man es will. Ich bin dann in den Bundestag gewählt worden, weil ich es sehr wichtig finde, die Dinge, die wir auf der Landesebene nicht umsetzen konnten, auf der Bundesebene umzusetzen. Zum Beispiel den Ausstieg aus der Atomenergie. Auf der Bundesebene habe ich mich dann eben für den internationalen Austausch, für den Dialog eingesetzt. Im Gespräch bleiben ist das Wichtigste, um Kriege zu verhindern. Mich treibt an, dass wir als Menschen Wesen sind, die gestalten können. Wir unterscheiden uns von Tieren und Pflanzen, dass wir kulturelle Wesen sind. Wir können etwas bewegen, wir können einen positiven Fußabdruck hinterlassen. Und das ist ja auch die Idee von Cradle to Cradle. Wir wollen nicht weniger schlecht sein, sondern gut sein. Wir wollen ein Nützling für die Erde sein. Cradle to Cradle ist eben kein reines Wirtschaftsmodell. Es ist ein gesellschaftlicher, ganzheitlicher Ansatz und eben ein Innovationsmotor für gesellschaftliche Bewegung. Die 3 Prinzipien, nämlich Nährstoff ist Nährstoff, also Abfall ist eigentlich Nährstoff, deswegen Nährstoff ist Nährstoff, dass wir nur alles mit erneuerbaren Energien machen und dass wir die Vielfalt zelebrieren sollen, sowohl kulturell als auch biologisch. Das sind eben die zentralen Grundsätze für eine lebenswerte Welt. Ich habe dann meine eigene Firma aufgebaut und mit der besonders Firmen betreut, dass wir ein Produkt gleich so entwickeln, dass die Materialauswahl und die Zusammensetzung, die Kleber, gesundheits- und umweltverträglich sind und dass es eben auch wieder hinterher auseinandernehmbar und nutzbar ist oder eben nur die Dienstleistung zu kaufen ist. Ich wünsche mir sehr, dass Sie alle als Gründer, die ja motiviert sind, etwas für den positiven Fußabdruck zu tun, eben nicht nur nachhaltig zu sein. Nachhaltig heißt ein bisschen weniger schlecht, sondern positiv für die Welt zu sein. Positiv zu sein, dass es der Welt besser geht, dass es den Menschen besser geht, dass es den Pflanzen, der Erde, dem Wasser, allem besser geht. Das ist ja eigentlich das, was uns antreibt. Das hat mich angetrieben und hat mir immer große Freude gemacht, hat mir auch immer viel Energie gegeben. Und ich freue mich, dass ich überall an jeder Stelle, wo ich war bislang, ein bisschen dazu beitragen konnte. Lassen Sie uns gemeinsam den positiven Fußabdruck gestalten. Herzlichen Dank.